Drei Tipps zum Üben mit dem Looper habe ich heute für dich. Der Looper ist ein super geiles Übetool, weil du dir A, sofort einen Jam-Track einspielen kannst, du also praktisch direkt zu einer Begleitung spielen kannst und B, das auch kombiniert mit A, dich beim Üben super einfach aufnehmen kannst und dir dann anhören kannst, ob das cool ist, was du spielst oder ob das nicht so cool ist, was du spielst. Und es gibt noch eine dritte Sache, die so ein bisschen speziell ist, die kommt am Schluss, bleib aber auf jeden Fall dran, denn es wird dich eventuell überraschen, dass das mit einem Looper auch geht. Kommen wir mal zu der ersten Sache, für die der Looper am häufigsten praktisch benutzt wird. Nehmen wir an, du willst üben, mit der C-Moll-Pentatonik zu improvisieren und du brauchst eine simple Begleitung. Ja, machen wir jetzt mal hier. Übrigens, was ich hier spiele, das ist ein Tone X One. Das ist das neue Gerät von IK Multimedia. Da kann man Amp-Captures reinladen. Und da habe ich zwei Captures von mir reingeladen. Ich habe vergessen, mit welchen Amps, aber die klingen beide cool. Und nebendran habe ich einen Ditto Plus Looper, wo man intern 100 Loops speichern kann. Da kommen wir dann im dritten Teil nochmal darauf zu sprechen, also bei dem Tipp 3. Und die beiden Geräte gehen direkt in mein Audio-Interface und du hörst direkt das, was da rauskommt. Da ist nichts sonst drauf, ja? Also der ganze Sound, den du hörst, ist komplett aus diesen zwei kleinen Pedalen. Das ist echt schon ziemlich krass. Spielen wir mal gerade eine Begleitung für eine C-Moll-Pentatonik. Was nehme ich da? Ich nehme einen C-Moll-Akkord. Hier. So eine Begleitung, ja? Und jetzt drücke ich gleichzeitig den Button und nehme auf. So, jetzt spielt er weiter. Ich kann meinen Sound ändern hier und kann die C-Moll Pentatonik. So, diejenigen von euch mit einem sehr guten Timinggefühl werden gehört haben, dass der Loop nicht rund war. Das heißt, ich habe einen kleinen Tick zu früh, glaube ich, auf das Knöpfchen gedrückt, sodass ich das zu früh wieder wiederholt hat. Und deswegen lief der Loop nicht rund. Das übst du dabei dann nämlich auch. Und auch merkst du, wenn du drüber spielst, wenn das Timing von der Begleitung nicht so geil war. Und das war jetzt auch nicht so richtig geil. Okay, probieren wir es nochmal. Bei diesem Looper, wie bei eigentlich allen One-Button-Loopern, kann man das Playback stoppen mit einem Doppelklick. Ne? Also klick, klick. Und wenn ich das jetzt hier anhalte im Pausemodus, löscht er den Loop. Den machen wir jetzt nämlich neu. 3, 4. Volumenregler hochdrehen wäre auch eine gute Idee. Doppelklick und löschen. 3, 4. Hören wir mal. Ist er rund? Besser, ja? Können wir jetzt drüber spielen. Das Ganze geht natürlich auch mit einer Akkordfolge. Nehmen wir mal eine einfache Akkordfolge und nehmen einfach mal nur einen Wechsel von zwei Akkorden. A-Moll und D9. Das ist der Loop von Oye Como Va von Santana. 3, 4. Kannst du mal die Akkordfolge üben, ne? Vielleicht mit Arpeggios, ja? Hast du einen Jam-Track? Absolut genial. Und klar, wenn man da am Anfang mit rummacht, dann muss man erstmal ein bisschen üben, bis man den Loop auch richtig trifft und bis der sich richtig wiederholt. Aber das ist eine super gute Übung für dein Timing, für dein Taktgefühl
Und natürlich auch eine super Übung, um sauber Begleitung zu spielen. Weil wenn du selber drüber solo spielst und du merkst, die Begleitung klingt kacke, dann hast du einen Grund zum Üben. Okay, und natürlich drüber solo spielen ist natürlich die eigentliche Übung dann. Gut, das ist die erste Sache. Dann kannst du hingehen, wenn du irgendwas übst, irgendeinen Lick oder sowas, und nimmst dieses Lick einfach auf, um zu hören, ob du es sauber spielst, ja? Dann denkst du, okay, der letzte Bend. Ja, wow, okay. Ich mach mal extra falsch, ja? Warte mal, anklicken hier. Und dann merkst du, oh, der letzte Bend. Ah, der ist zu tief. Was du aber vielleicht beim Spielen gar nicht gemerkt hast. Ja, das heißt, du kannst dich instant, also in der Sekunde, aufnehmen bei dem, was du spielst, mit einem Knöpfchen, wenn du das ständig verkabelt hast. Und das würde ich empfehlen, ständig verkabelt zu haben. In einer kleinen Millisekunde kannst du dich sofort aufnehmen. Und es ist ziemlich cool. Ja? Und jetzt mal ganz kurz zu diesem Ditto-Looper. Deswegen habe ich den Ditto Plus Looper. Der hat nämlich einen eingebauten Speicher. Wenn ich jetzt eine Idee für ein geiles Riff habe und ich denke, oh, schnell aufnehmen, kann ich hingehen? Gehe auf den Speicherplatz 11 und habe jetzt irgendeinen Riff, keine Ahnung, sowas. Das ist jetzt da drin eingespeichert. Wenn ich jetzt auf einen anderen Slot gehe, zum Beispiel hier, da ist noch der falsche Lick drauf, ja? Das ist Speicherplatz 9. Wenn ich jetzt hier wieder auf 11 gehe, ist meine Idee noch da. Und ja, auch wenn ich das Gerät an- und ausschalte. Glaubst du nicht? Ich schieß mal hier raus. So. Gerät ist aus, ja? Strom unterbrochen, ist keine Batterie drin. Wieder rein. Geil, oder? Ja, da ist halt ein kleiner Flash-Speicher drin. Das war Nummer 2, ne? Also instant aufnehmen und 2,5 Bonus ist Songideen festhalten. Jetzt kommen wir mal zu dem dritten und das dritte ist ein bisschen spezieller. Wenn du so einen Looper hast, der Speicherplätze hast, dann kannst du auch den verbinden mit dem Computer, also zumindest den und ich glaube auch alle, die so Speicherplätze haben, können das auch. Und kannst diese Dateien rausziehen, kannst also deine Song-Idee speichern, ja, auf dem Computer. Du kannst aber auch vorgefertigte Loops auf das Gerät draufspielen. Und da gibt es eine geile Firma, die nennt sich Urtrock, habe ich letztens entdeckt. Ich blende dir einfach mal die Seite ein und setze dir auch direkt darunter den Link. Ist ganz einfach eigentlich, Urtrock mit Y-U-R-T und dann Rock, wie Rock halt, .com aneinander geschrieben. Urtrock.com und die haben ganz viele sogenannte Drum Loops. Und es macht total Bock, mit Drum Loops zu üben. Viel mehr als mit einem Klick. Und es hat fast dieselben Benefits. Ich habe auf 10 dir einen Drum Loop gespeichert. Von Urtrock. Jetzt kannst du da drauf zocken, ja? Wirst du sagen, was jetzt geil wäre, wenn ich mein Gespiel zu dem Drumloop aufnehmen könnte. Ja, das geht. An. Und jetzt siehst du diese grünen Balken hier, ja, der grüne Balken. Wenn der vorbei ist, ja.
Weißt du? Hat's aufgenommen. Jetzt kann ich drüber spielen. Das Rüberziehen geht ganz einfach. Du hast da einfach einen Dateimanager, ziehst die WAV rüber, das ist super easy. Das brauche ich nicht zeigen. Ja? Und natürlich kannst du diese Loops auch in Programmen wie zum Beispiel Ableton Live oder einfach in deiner DAW, musst einfach nur das Tempo einstellen, copy, copy, copy und dann hast du einen Loop in genau dem richtigen Tempo und das ist ein echt eingespieltes Schlagzeug. Ne? Das ist nicht programmiert. Das ist ein echter Schlagzeuger, der das im Studio eingespielt hat. Ich habe vergessen, wie er heißt. Aber von denen gibt es ganz viele Sachen und du kannst dir auch immer die Demos anhören und so. Also guck dir das mal an, wenn du einen Looper hast, der das kann. Und wenn nicht, kann ich dir nur in den höchsten Tönen diesen Ditto-Looper empfehlen. Den nehme ich mittlerweile extrem gern zum Üben. Natürlich kann es auch sein, dass du schon ein Gerät hast, wo ein Looper drin ist, aber die meisten können halt nur einen Loop und den wiedergeben. Also zum Beispiel im Helix, im Fractal, im... ich weiß gar nicht, ob in den anderen auch Dinger drin sind. Ich glaube, im Quad Cortex mittlerweile auch. In den billigen China-Geräten ist immer einer drin und manchmal auch sogar eine Drum-Machine. Ja, also... Üben mit Looper ist einfach eine extrem sinnvolle Sache. Was kannst du machen? Dir selbst Begleitung einspielen, super schnell. Du kannst Solo-Licks aufnehmen und dir danach anhören, ob du sie geil spielst und die praktisch bewerten, während du nur zuhörst und nicht beim Spielen. Immer eine schlechte Idee, beim Spielen sich selbst zu bewerten. Dann drei, du kannst Drumloops drauf machen und als Bonus, wenn du eine Songidee hast und du hast so einen Looper, der speichert, kannst du diese Songidee super schnell in einen Slot festhalten. Alles klar, ja, das war's für dieses Video. Drei Tipps, oder es waren eigentlich dreieinhalb, zu Looper. Wenn es dir gefallen hat, Daumen nach oben. Wenn es dir nicht gefallen hat, Daumen nach unten. Glöckchen drücken, Kanal abonnieren. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video. Mach's gut, bis dann und ciao!